Wir stehen hier vor dem Jagdschloss Kranichstein in Darmstadt, wo wir heute einen Auftritt machen werden. Ich möchte euch einen kleinen Einblick hinter die Kulissen geben, damit ihr mal seht, was da eigentlich so abgeht, bevor eine Show richtig auf die Bühne kommt. Wir haben jetzt alle Requisiten aufgebaut und eingerichtet. Jetzt geht es darum, dass wir Licht und Ton machen. Das heißt, wir werden jetzt alle Lichtstimmungen programmieren und die Absprachen mit dem Ton treffen, sodass dann nachher alles reibungslos funktioniert. Wir müssen auch immer mit einer Person auf der Bühne üben, damit wir sehen, ob es Schatten im Gesicht gibt, ob das gut aussieht. Und wir sehen jetzt, dass wir auch einzelne Sachen durchmachen, dass die Techniker auch mal gesehen haben, wie das dann nachher auf der Bühne aussieht, sodass nachher bei der Show ganz klar ist, an dieser Stelle kommt dieses Licht oder kommt diese Musik. Wir haben jetzt noch genau 50 Minuten, bevor die Gäste kommen. Ankunft der Gäste ist immer der Punkt, da muss alles stehen, da muss alles fertig sein. Danach kann man nicht mehr rumlaufen, irgendwie mit den Technikern irgendwas probieren und so weiter. Sondern wenn die Gäste ankommen, sind wir verschwunden. Da würde ich sagen, wir verschwinden jetzt. Interessante Garderobe, die du heute hast. Ja, wir sind in der Kapelle gelandet. Ich glaube, wir kriegen heute Beistand von ganz oben für die Show. Ja, es ist eine wichtige Sache, so eine Garderobe. Man denkt, naja, irgendein Ort zum Umziehen wird es schon tun, aber tatsächlich haben wir in unserer Technikanweisung relativ viele Passagen drin, was für eine optimale Show gegeben sein sollte. Und bei der Garderobe zum Beispiel steht drin, sie sollte Kleiderstände haben, sie sollte beheizt sein und es sollte Essen und Trinken bereitstehen, haben wir bekommen. Wir formulieren unsere Technikanweisungen in einem Stil, der nicht irgendwie fordernd ist, so ja, das und das muss aber gegeben sein, sondern wir wollen eben den Veranstalter schon frühzeitig darauf aufmerksam machen, dass für ihn, für eine optimale Show es eben wichtig ist, dass gewisse Gegebenheiten für uns gegeben sind, dass man zusammen ein perfektes Ergebnis erzielt. So, das war's. Wir haben es geschafft. Lief alles super. Technik war auch super. Publikum war super. Jetzt müssen die Techniker alles wieder einpacken, ins Auto laden und dann geht's ins Hotel zurück. Wird eine kurze Nacht. Morgen geht's gleich früh wieder los zur nächsten Show, denn nach der Show ist vor der Show.